Hallo und willkommen bei einer weiteren Episode Coding Monday. Wenn du neu hier bist, mein Name ist Vitaly Mick und ich zeige dir hier in dieser Serie, wie man einen Online-Shop programmiert. Das Ganze habe ich für Anfänger konzipiert und es ist alles nur mit reinen Funktionen programmiert. In der letzten Episode, da haben wir diese Bestell-Details-Seite programmiert. Also wenn du hier auf die Details-Seite klickst, würde man hier Informationen zu einer Bestellung sehen und man kann auch dann eine Rechnung herunterladen dazu. In der heutigen Episode möchte ich mal unseren Router komplett überarbeiten und einen anderen Router stattdessen einbauen, weil ich da unzufrieden bin mit dem, was da gerade ist. Also ich habe ja aktuell das Problem, dass in unserem Router wir das Problem haben, wenn wir Routen haben, die mit dem gleichen Wort anfangen, dann muss man halt wirklich darauf achten, in welcher Reihenfolge der Router geschaltet ist und man muss ständig die einzelnen Root-Parts aus der URL rauslesen und mit einem Explode das Ganze eben bearbeiten und auslesen. Dann anschließend zählen wir auch noch die einzelnen Root-Parts. Das ist halt nicht flexibel. Wenn ich irgendwann einen weiteren Parameter hinzufügen möchte, dann muss ich dann doch die Überprüfung und so weiter anpassen. Ganz am Anfang auf meinem YouTube-Kanal habe ich bereits einen Router vorgestellt. Das ist ein uraltes Video und diesen Router werde ich in diesem Video auch noch einbauen. Deshalb hol dir ein Getränk deiner Wahl und ich wünsche dir viel Spaß. Wir haben hier in unserem Functions-Ordner die Utilities.php und da haben wir bisher so allgemeine Funktionen eingebaut. Und genau in diese allgemeinen Funktionen, da baue ich jetzt auch noch eine neue Funktion ein, und zwar den Router. Den Router finden wir in dem Funky-Projekt. Also das war ja damals ein Projekt, was ich entwickelt habe, was auch nur auf Funktionen basiert. Und da haben wir sozusagen ein Core-Plugin. Und dort gibt es dann die Router.php und hier haben wir einen kompletten Router-Skript, der ist jetzt halt nur ein paar Zeilen groß. Und den kopiere ich einfach mal heraus und übertrage ihn dann. Den kannst du dann auch im Quellcode, also den Quellcode verlinke ich ja unten in der Videobeschreibung und du kannst das dann auch einfach nur rauskopieren. So, bei diesem Router ist es aber so, dass ich einige Dinge bzw. einige Funktionen davor angelegt habe, die habe ich jetzt hier halt so nicht. Also zum Beispiel hier diese Serverfunktion und diese Eventfunktion und so weiter. Das bedeutet, dass ich diese Funktionen rausnehmen werde. Ich weiß noch nicht genau, was ich da aufrufen werde und was ich stattdessen einbaue. Das werde ich aber noch heute erfahren. Also als erstes mache ich mal so, dass ich diese Server-Variablen umbenenne in richtige Variablen und nicht Funktionen. Also muss man einfach hier einen Server hinschreiben. Die globale Server-Variable existiert hier immer. Es sei denn, ja, doch, die existiert immer. So, das wäre dieser Part. Und dann hätten wir diese Events mit 404. Ich glaube, da werde ich einfach mal so ein Return ausgeben und da werde ich die Fehlermeldung ausgeben. Also keine Ahnung. Path und dann anschließend root not found. Und ich muss noch zusätzlich einen HTTP-Header verschicken mit einer 404. Ich meine natürlich HTTP-Response-Code. So, und dieses Event kann ich jetzt hier rausnehmen. Das gleiche hatten wir auch hier an der Stelle. Ah ja. Dann kopiere ich das einfach mal und übertrage das. Und hier habe ich wieder meine Server-Variablen. Und hier haben wir wieder nochmal. Also wir haben drei Stellen insgesamt. Dann mache ich das hier auch nochmal. So, und hier haben wir die Server-Variable. Da trage ich wieder Server ein. So, und jetzt haben wir hier noch zwei Events und diese Events entferne ich mal, weil wir haben jetzt die Funktion Event nicht und die werden wir vielleicht später irgendwann einbauen, aber aktuell haben wir sie nicht. So, jetzt haben wir den Router, haben wir schon mal übertragen. Ich weiß aber nicht, ob der wirklich funktioniert, so auf Anhieb sollte eigentlich. Ich probiere das am besten mal aus. Um also mit diesem Router arbeiten zu können, lass uns mal die Startroute. Das wäre ja hier, dass wir die als erstes aufrufen.
Lass uns mal versuchen, als erstes die Funktion CardAdd über den Router aufzurufen. Ich logge mich dafür erstmal ein als Kunde und werde mal gleich ein Produkt in den Warenkorb hinzufügen, aber das soll dann eben über den neuen Router funktionieren. Das heißt, in der Roots PHP müsste ich hier eine Root-Funktion hinzufügen. Und ich müsste hier angeben, für welchen Pfad die Route gültig sein sollte. Und das wäre ja dann für CardAdd. Und was soll dann aufgerufen werden, sobald dann diese Route quasi aufgerufen wurde im Browser? Da muss ich hier eine Funktion angeben. Ich gebe erstmal eine anonyme Funktion ein. Und übertrage da die ganzen Log-Informationen. So, und dieses CardAdd, das soll natürlich nur über GET funktionieren und nicht über POST. Das heißt, ich übertrage hier ein GET ein. Weil POST verwendet man normalerweise bei Formularen. So, und jetzt ist es halt so, in der CardAdd-Action, da brauchen wir diese Root-Parts und die steht ja in Nummer 3. Die haben wir aber so nicht, diese ganzen Root-Parts. Das heißt, ich muss das Ganze anders regeln. Und zwar, wir brauchen ja hier die Product-ID. Dann werde ich mal hier die Product-ID übertragen. Und die Product-ID, die wird nämlich hier als Parameter übergeben. Also das wird hier einfach Product-ID sein. Damit es überhaupt hier ankommt als Product-ID, muss ich hier in der Route einen Platzhalter, eine Variable definieren. Also ich müsste hier dann quasi angeben, dass wir eine Ganzzahl hier kriegen werden. Also kann ich hier so ein Backslash D für Dezimal und ein Plus angeben, also dass wir also mehr als ein Zeichen kriegen. Weil der Router, der basiert auf dem regulären Ausdrücken. Das heißt, im Router wird dann geschaut, steht in der URL slash card slash add und so weiter und dann wird erwartet, dass auf jeden Fall hier irgendeine Zahl dahinter steht. Und wenn es das ist, dann wird diese Funktion gefunden und diese Funktion wird dann aufgerufen. Und das, was hier drin stand, also das, was man als Platzhalter definiert, wird dann anschließend als Parameter hier übergeben. Also das, was hier in Klammern ist, kommt hier als Parameter raus und kann dann hier in der RequireOnce intern benutzt werden. Das hat jetzt nämlich den Vorteil, dass ich hier einen weiteren Parameter hinzufügen kann und ich muss hier nicht die einzelnen Root-Parts counten und zählen und so weiter. Das hat aber allerdings den Nachteil, dass die ganzen Variablen, die ich hier vorhin definiert habe, sowas wie isEmail, count, carItems, userID und so weiter, die gibt es hier in dieser Funktion nicht. Die stehen zwar hier an der Stelle, aber hier haben wir eine in sich geschlossene Funktion. Und diese ganzen Variablen, die gibt es hier nicht. Die müssen wir von außen mit reinbeziehen in unsere eigene Funktion. Und das machen wir mit einem useStatement. Wir brauchen hier dann quasi die userID, die wollen wir von hier in die Funktion reinziehen. Dann brauchen wir, glaube ich, auf der CardAddActions eigentlich gar nichts. Ne? Wir brauchen hier die Base-URL, Product-ID, die kriegen wir ja so oder so. Also wir brauchen nur User-ID und Base-URL. Das heißt, ich kann hier Use-User-ID und Use-Base-URL übergeben. Und somit hätten wir quasi mit dem neuen Router eine Route definiert und haben das so ein bisschen sauber gemacht. Als nächstes müsste ich mal die Router-Funktion aufrufen. Und das wird jetzt der kritische Part sein. Ich will mal schauen, ob das dann einfach so funktioniert. Ich glaube an der Stelle, ich kommentiere mal dieses RequireOnce aus, denn als erstes möchte ich mal sehen, komme ich überhaupt hier in diese Route hinein und kriege ich meine User-ID, Product-ID und Base-URL. Das heißt, ich baue hier einen kurzen VAR-Dump ein und zeige die ganzen Variablen an. So, und das ist erstmal nur die Definition gewesen, aber der eigentliche Router-Aufruf, der wird ja hier unten passieren. Und beim Aufrufen muss ich einfach nur den Pfad übergeben. Und ich glaube, ich müsste aber dann sonst nichts machen.
Ich denke mal, ich muss den aufrufen mit dem Parameter Server Request URI. Und das muss ich natürlich mit einem Echo ausgeben. So würde das dann aussehen. Ich probiere das Ganze mal aus. Also wenn ich jetzt card add und irgendeine ID aufrufe, sollte ich eine Ausgabe kriegen. Also den Warenkorb hinzufügen. Wir kriegen jetzt die Fehlermeldung, dass Shop Index.php card add 1, dass da keine Route definiert wurde dazu. Weil das Problem ist, ich übergebe hier komplett Index.php und so weiter. Eigentlich müsste ich hier dann tatsächlich hier die Root-Variable übergeben und nicht Request-URI. Das heißt, ich kopiere das mal und übergebe das mal. Vielleicht wird das dann funktionieren. Okay, jetzt kriegen wir unsere Ausgaben. Also hier stand ja Product-ID, User-ID, Base-URL. Das sind die drei Variablen und die werden dann hier ausgegeben. Also wir haben die Product-ID 1, das ist das, was hier steht. User-ID 2 ist eingeloggter User und Base-URL ist einfach nur Slash Shop. Wobei, brauchte ich da Base-URL bei Card-Add oder Project-URL? Ich glaube, das war eher Project-URL und nicht einfach nur Base-URL. Ja, die muss ich natürlich auch aus. Ups. Die Base-URL muss ich auch noch ausgeben. Ja, die Project-URL und dann sieht das Ganze so aus. So, jetzt haben wir alle notwendigen Variablen und unser Router scheint zu funktionieren. Das bedeutet, ich kann jetzt hier dieses Require Once aufrufen. Den VADAMP-Befehl baue ich raus. Und dann würde das dann funktionieren. Ich aktualisiere jetzt mal die Seite und ich wurde jetzt auf die Startseite weitergeleitet und jetzt sagt der Card-Add-Route not found, weil ich eben auf Base-URL und nicht auf die Project-URL weitergeleitet habe. Ich hätte hier auf Project-URL umleiten sollen. So, jetzt nochmal. Ich bin im Produkt, ich füge irgendwas im Warenkorb hinzu und das müsste jetzt im Warenkorb drin sein. Achso, wir erhöhen hier einfach nur die Anzahl. Wir debuggen das Ganze mal. Also, wir haben jetzt hier einen Breakpoint gesetzt und wir sehen, wir haben die Product-ID 1, wir haben User-ID 2. Jetzt gehe ich mal in die Funktion hinein, in Add Product to Cart. Dann haben wir hier ein SQL-Statement und dann on Duplicate Key wird da die Quantity erhöht. Und die Quantity ist aktuell bei 1. So, unser Data Array, das sieht dann so aus. Und das SQL-Befehl sieht so aus. Also ich kann das hier vergrößern. Wir fragen hier halt gar kein Ergebnis ab. Ich muss mal hier vorher eine Variable erstellen. Ich nenne die mal Result und dann schauen wir mal, was im Result eigentlich drin steht. Ich mache wieder das Ganze mit einem Breakpoint. So, er sagt jetzt, Result wäre angeblich true. Was sagt dann eigentlich Heidi SQL? Da müsste doch hier mehrere Produkte hinzugefügt haben. Ah ja, tatsächlich, es hat alles funktioniert. Ich habe einfach mich nur verguckt oder es funktioniert, glaube ich, die Ausgabe nicht richtig. In der Datenbank haben wir tatsächlich hier die Quantity auf 9 schon hochgestuft. Ich drücke mal hier weiterhin auf Play, Cancel. Ich stoppe das Ganze mal hier. Achso, hier haben wir auch die Summe 140. Da stand nicht die Anzahl drin. Wir haben 10 Stück in der Datenbank und hier steht einfach nur Summe, ein Artikel 140. Ja, alles funktioniert so, wie es sollte. Mein Fehler. So, das heißt, wir haben jetzt die allererste Route übertragen von vielen anderen Routen. Und die muss ich jetzt auch mal alle auf die gleiche Art und Weise übertragen. Wir haben zum Beispiel hier die Card-PHP. Die Card-PHP braucht wirklich nur die User-ID und sonst gar nichts. Das heißt, die Card-PHP könnte man relativ einfach übertragen. Ich schreibe also wieder einfach nur Router hin.
sage slash card, wir haben keine weiteren Parameter. Hier wird eine Function aufgerufen und ich brauche die User-ID. Das hier kann ich alles hier so übertragen und diesen Eintrag hier löschen. Das heißt, wenn ich jetzt den Warenkorb aufrufe, da sehe ich erstmal kurz eine Fehlermeldung, undefined Variable Base URL. Ja, die Base URL kommt wohl im Template, im HTML-Head und die wurde nirgendwo gesetzt. Das heißt, ich muss hier nochmal Base URL über Use hineinziehen. Also so in etwa. Genau, jetzt will er als nächstes mir die Variable, also jetzt verlangt er als nächstes ist E-Mail, die Variable, die muss ich auch noch hineinziehen, weil die sind halt, wie gesagt, die sind hier alle definiert, aber weil die nicht in dieser Function drinstehen, sind die in der Funktion eben nicht bekannt. Das heißt, ich muss das auch nochmal da übertragen. Wahrscheinlich wirklich auch CountCardItems auch einen Fehler ausgeben. Da Warning, Undefined Variable Count Card Items, die muss ich natürlich auch übertragen. Also quasi alle Variablen, die ich hier vorhin aufgerufen habe, vorhin definiert habe, die brauchen wir dann später weiter. So, und ich mache das jetzt für alle weiteren Routen auch. Bei dem Login ist das so, ich brauche hier sowohl Post als auch Get, weil wir ja das Ganze so definiert haben, dass wenn wir die Login.php aufrufen, dass wir erstmal ein leeres Formularfeld anzeigen und erst beim Speichern, also das Speichern wird auch auf die gleiche URL geschickt und deswegen reagiert die gleiche URL auf sowohl GET als auch POST. Das heißt, ich brauche hier keinen dritten Parameter, also ich muss hier nicht angeben GET oder POST, das macht der Router automatisch. Ich bin hier jetzt hier gerade dabei, das Ganze zu umschreiben und ich bin jetzt hier stehen geblieben bei Invoice. Und bei Invoice wird es ein bisschen interessanter, das Ganze. Und zwar ist das so, wir fragen hier verschiedene Rootparts ab, also Rootpart 2 und 3. Ich meine, dass genau Rootpart 2, dass das die Invoice-ID ist. Die könnte ich dann direkt über die Route definieren. Dafür müsste ich einfach hier ein Slash wieder einbauen und sagen, dass wir hier einen Backslash D plus kriegen, also irgendeine Zahl und dahinter könnte sein, dass wir einen Text kriegen. Das wäre ja unser Security Key. Aber ich, der ist, if Security Key, so wie ich das sehe, ist dieser Security Key, der ist optional. Das heißt, den müssen wir nicht immer angeben. Das heißt, wir müssen dann hier auch sagen, es wird eventuell ein String geben oder halt irgendein Text. Dieser ist aber optional. Aber jetzt haben wir hier hinten ein Slash und dieser Slash, dann wird die Route nicht funktionieren, wenn wir folgende URL aufrufen. Ich zeige mal kurz. Also wenn wir zum Beispiel sagen localhost invoice 123 slash, dann wird das Ganze funktionieren. Wenn wir das Slash weglassen, wird das nicht mehr funktionieren, weil dieser Slash sich quasi immer noch, also der befindet sich jetzt nicht in der Klammer. Also müssen wir jetzt diesen Slash einmal kurz in die Klammer übertragen, so dass das hier zu einem gesamten String wird. Und das können wir auf optional setzen. Also wir sagen, optional kann es sein, dass hinter einer Zahl mal ein Slash kommen kann und hinter dem Slash wird dann ein String stehen. Das heißt, so wird dann die URL funktionieren, so wird sie nicht funktionieren, aber so wird sie dann funktionieren. Weil wir gesagt haben, dass dieser Teil eben optional ist. Das macht man mit einem Fragezeichen hinten dran. So, und weil wir jetzt hier zwei Parameter haben, weil wir hier zwei Klammern haben, müssen wir hier auch zwei Variablen an Functions übergeben. Das eine wäre eben Invoice-ID. Und das andere wäre der Security Key, keine Ahnung, wie ich das Ganze nenne, wahrscheinlich Security Key String nenne ich das mal.
Security Key String. Und weil ich hier gesagt habe, dass es optional sein wird, muss ich das Ganze direkt auf ein Null setzen. Ich definiere noch vorne, von welchen Typen es sein wird. Also Invoice-ID kriegen wir immer. Die wird aber nicht vom String, sondern Integer sein. Und der Security Key String, der kann ab und zu kommen und manchmal auch nicht. Das heißt, diesen Security Key String, den benutzen wir jetzt in unserer Invoice statt diesen Isset Root Parts 3. Das wäre dann das hier. Und dann hier und unten auch nochmal Root Parts 3. So, und für diesen Root Parts 2, das haben wir jetzt nicht mehr. Dafür haben wir dann direkt diese Invoice-ID. Aber da brauchen wir jetzt kein Isset. Die Invoice-ID wird dann immer übergeben, weil ohne Invoice-ID brauchen wir auch keine Rechnung zu sehen. Das heißt, das kann ich alles entfernen. Genau dieser Fall hier, dass es die Invoice-ID nicht gibt, das wird gar nicht mehr vorkommen. Also die Route wird dann nicht gefunden, dann kriegen wir eine 404-Fehlermeldung, wenn wir keine ID angeben. Das heißt, ich kann das hier eigentlich auch löschen. Und so wird das Ganze aussehen. Es kann sein, dass einiges durch diese Routeumstellung kaputt gehen wird, aber das finden wir dann heraus. Dann mache ich mal weiter hier mit Account Activate. Wobei das mit Invoice, so wie ich das sehe, wir brauchen hier nur Get und kein Post. Das heißt, ich muss hier nochmal angeben, dass es über ein Get-Request kommen wird. Ich zeige aber doch nochmal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier zum Beispiel die Account Activate PHP und hier haben wir zwei Variablen, die wir aus RootParts beziehen. Wegen diesem Router haben wir keinen RootParts, sondern wir können diese Variablen direkt erzeugen in unserer anonymen Funktion. Und zwar hier, wir müssen einfach nur diese RootParts, die wir später wirklich verlangen, die müssen wir hier abfragen. Also wir werden dann hier sagen, es wird eventuell einen String geben, einen längeren String. Das wird dann unser Username sein. Also das wäre hier der Parameter 1 Username. Ich glaube, das schreibt man so. Genau. Und dann haben wir den Activation Key. Der wäre ja dann dahinter, hinter einem Slash. Also schreibe ich hier wieder so ein Backslash S plus. Und das wäre dann unser weiterer String. Und das wäre dann der Activation Key. Das sind beides Strings, das heißt, ich gebe hier dann den String an. Und die Account Activate URL wird über den GetRequest ausgeführt. Und weil ich hier gar kein Fragezeichen stehen habe, muss diese URL folgende Struktur haben. Es muss Account Activate und dann muss hier ein Text stehen, dann kommt ein Slash und dann kommt dann der nächste Text. Also ich definiere anhand der Route, wie unsere URL später aussehen soll. Und ich muss das Ganze dann eben nicht über diese ganzen zählen mir die einzigen Root-Parts und wie viele gibt es davon. Ich muss das Ganze gar nicht mehr validieren, weil das macht dann der Router. Die Schreibweise ist halt ein wenig anders, aber letztendlich habe ich dann eine viel einfache Flexibilität, weil ich könnte dann hier diese Variable irgendwie überschreiben. Ich könnte hier einfach so einen weiteren Parameter anhängen. Und so weiter. Also ich habe da viel mehr Möglichkeiten. Hier ist zum Beispiel so ein Beispiel. Ne? Wenn ich sage Root Parts 3, dann ungültige URL. Das brauche ich gar nicht mehr anzugeben. Und dann hier mit dem Usernamen. Das wird ja auch ein Text sein. Das heißt, Activation Mail bräuchte hier hinten noch ein Text. Das wäre dann so. S plus. Und das wäre dann unser Username. Und die Rootparts brauchen wir jetzt nicht mehr. Also wie du sehen kannst, ich kann jetzt alle Abfragen mit diesen, wie viele Rootparts wir haben, einfach so entfernen. Mir ist gerade beim Testen aufgefallen, dass man hier nicht ein kleines S plus reinschreiben muss, sondern ein großes S plus. Das heißt, ich werde jetzt alle kleinen S plus Einträge mit einem großen ersetzen. So, beim Überfliegen und ein bisschen mich durchklicken hat das jetzt alles funktioniert. Für mich ist jetzt eine ganze Stunde vorbeigegangen, für euch ein paar Minuten. Und ich glaube, ich habe jetzt eigentlich alle Routen jetzt umbenannt oder verändert, den Aufruf von den Routen.
Und es gibt jetzt, soweit ich weiß, keinen einzigen Root Parts mehr. Also ich kann immer danach suchen nach Root Parts. Wir haben hier noch in Product Edit, dass wir die Anzahl der Root Parts zählen. Das könnte ich aber weglassen. Und hier habe ich noch den Slug vergessen. Product Edit. Ja, Product Edit braucht noch einen Slug. Das heißt, ich baue den noch einmal kurz hier rein. S plus. Das wird ein String sein und ist eine Variable Slug. Die kommt da rein. Die wird dann an Product Edit, steht dann Product Edit zur Verfügung. Hier drin haben wir dann automatisch das Wort, die Variable Slug drin und können das wieder verwenden. Und wie du sehen kannst in der Suche, wir haben keinen Root Parts außer in den Logs. Aber die Logs zählen ja nicht, das haben wir einfach nur, weil da sind noch alte Einträge drin. Das heißt, es gibt jetzt keine Root Parts mehr, wir haben flexible Routen und ich kann jetzt in der Zukunft dann viel einfacher Routen definieren, verändern, anpassen und so weiter. Und ich denke mal, für heute reicht es. Ich meine, ich habe jetzt eine Stunde dran gesessen. Ich hoffe dennoch, dass das Video euch gefallen hat und nächste Woche machen wir wirklich dann unsere Bestellungen, dass wir dann eben diesen Bestellstatus umändern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, das Video zu liken, schreibt einen Kommentar darunter, abonniert meinen Kanal und aktiviert auch noch die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos dieser Art von mir verpasst. Und wir sehen uns dann nächste Woche bei einem weiteren Coding Monday. Bis dahin, tschüss.